Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sterne und Sternbilder unserem heutigen Tag am 23. August 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau und hat eine zunehmende Mondphase. Diese Mondphase eignet sich immer dafür, etwas beginnen, was zunehmen soll. Ein Wachstum. Aber das ist nur die Halbwahrheit, weil wir sollen die anderen Einflüsse von Sternbildern oder vom Planeten immer berücksichtigen. So erkennen wir den richtigen Augenblick im Leben und das, was ich täglich vermittle. Und was für Einflüsse hat die Mond gerade? Einmal von der Nebula. Dieser der Nebula befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und hat eine Verbindung zu unserem heutigen Mond. Die alten chinesischen Astronomen, Astrologen sagen zu der Nebula, das ist der himmlische Richter, hier geht es um göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Der fünfte Kaiser im Himmel. Die Perser und auch die Tataren beschreiben dieser Nebula anderes. Sie sagen, das ist ein Wechsel. Vielleicht wird beide und sollen wir berücksichtigen im heutigen Tag. Also ein Wechsel, vielleicht unsere Einstellung sollen wir ändern und wir sollen betrachten die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Dann wirkt auch Kopula. Kopula ist ein Nebel im Sternbild Jagdhunde und diese Jagdhunde gehören zu den Bärenhüten und die bewachen die beiden Bären, die große Bär oder große Wagen und die kleine Bär oder kleine Wagen. Und hier bei dem kleinen Bär befindet sich die Polarstern und diese beiden Jagdhunde zeigen Richtung Polarstern. Und das ist für uns ein Hinweis, orientieren. Aber wenn das so benebelt ist, verlieren wir gerade den Blick. Also etwas ist momentan undeutlich oder unklar. Also wir sollen unsere Ziele klar und deutlich formulieren oder erkennen. Also das sind die Einflüsse gerade von außen. Aber wichtig ist noch etwas. Unser Planet Erde hat sich gewechselt. Und das ist der Übergang von Tierkreiszeichen Wassermann auf Tierkreiszeichen Fisch. Das bedeutet, unser Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Und die sind auch Sternbilder, was auf unserer Erde wirkt. Einmal die Fluss Eridanus. Es ist noch ein bisschen weit, das Ende des Flusses zu erreichen, aber es fließt etwas. Und dann sollen wir auch berücksichtigen der Walfisch, weil dieser Walfisch hat Andromeda gefesselt. Also etwas hält uns, fesselt uns noch, weil wir meinen, das gibt Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter unseren Füßen. Und wir sollen von diesem Fessel befreien und etwas im Fluss zu bringen, auch Ziele setzen. Und da fangen wir gerade an und das vermitteln dieser Tierkreise, dieser Sternbilder, über die Tierkreiszeichen Fischen auf unserem Planet Erde. Und unserem Planet Erde gibt die feste Boden unter unserem Füßen. Und was sagen die alten arabischen Astrologen für den heutigen Tag? Und das ist eine Quelle von Mittelalter. Sie sagen für den heutigen Tag, sie beschreiben diese Mondbewegung, das ist die Mähne der Löwen, also auch Glanz. Es ist sehr majestätisch, das ist auch Wachstum, wir machen Gewinn, machen große Reisen, es ist Bewegung und bei Handlungen haben wir Glück. Es ist auch eine Art Befreiung und bei vielen Menschen auch ein Neuanfang.
Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Jungfrauen. Die Jungfrau-Geborenen fühlen sich ausgeglichen. Ein Gespräch hat eine Bedeutung. Es kommt immer mehr Klarheit, mehr Orientierung. Es ist noch etwas unsicher, undurchschaubar, aber die Bewegung führt dazu, dass die Jungfrau-Geborenen etwas klar und deutlich erkennen. Die Jungfrau-Geborenen bringen sich selbst auch im Glanz, stellen sich mal auch im Mittelpunkt des Lebens, verändern ihren äußeren Erscheinungsbild und sie werden auch wahrgenommen und da liegt auch das Glück. Und darüber erkläre ich in meiner täglichen Glücksenergie. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen sind Möglichkeiten Chancen da. Die Waagengeborenen haben Kraft und Mut, diese Chancen nützen, etwas Neues zu beginnen. Und das kommt auch in Form. Und viele Waagengeborenen geht ein Wunsch zum Erfüllung. Und die Waagengeborenen halten die Gleichgewicht auch. Und diese Chancenmöglichkeiten werden erkennen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, die brauchen Sicherheit, Stabilität, aber auch Veränderungen. Und bei vielen Skorpiongeborenen beginnt gerade eine Art Veränderung und sie machen schon Schritte. Das heißt, die bewegen sich. Aber es ist eine langsame Bewegung. Aber die Skorpiongeborenen sollen nicht enttäuscht fühlen, weil das führt auch zum Ziel. Und in vertrauter Umgebung ist die Bewegung, weil das bringt Vorteile gerade bei den Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen wichtig ist die Sicherheit, Stabilität, ein Heim, irgendwo angekommen zu sein, wo sie sicher fühlen. Ob das jetzt die Berufung ist oder die Partnerschaft oder wirklich die eigene Zuhause. Sie suchen gerade irgendwo Halt im Leben. Und das befestigen gerade die Schützengeborenen. Und dazu haben momentan die Chancen, die Möglichkeiten und auch die Mut und die Kraft. Und es ist ein Vorteil momentan für die Schützengeborenen. Heute fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Aber in den kommenden Tagen kommt auch die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben das Gefühl, sie brauchen die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht. Sie haben momentan die Kraft, etwas beenden, etwas bereinigen, etwas loslassen, etwas trennen oder etwas kündigen. Dadurch entsteht mehr Kraft. Und es ist auch wichtig, diese Trennung von etwas befreien, diese befreit zu fühlen und auch etwas Neues zulassen. Und das ist die Freizeit, das ist die Lebensfreude, weil das schafft für die Steinbockgeborenen gerade die inneren Gleichgewicht, weil da entsteht das große Kraft, was die Steinbockgeborenen jetzt vorteilhaft nützen können. Ein gutes Gespräch ist zum Erwarten, jemand kehrt zurück von der Vergangenheit oder kommt eine Nachricht von jemand oder etwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtig, die Arbeit, den Alltag, die Pflichten zu bewältigen, diese Kraft zu haben, aber ist wichtig die Gesundheit oder gesunde Ernährung. Da achten Sie drauf, gerade die Wassermanngeborenen. Heute entsteht eine gewisse Unsicherheit oder etwas bringt die Wassermanngeborenen aus dem Gleichgewicht. In den kommenden Tagen kommt aber mehr Leichtigkeit und können die Wassermanngeborenen aufatmen. Bei Tierkreiszeichen Fischen geboren ist wichtiges Thema die Liebe und Partnerschaft. Und die befinden sich gerade auch in diesem Prozess. Vergangenheit abschließen, Erinnerungen, was die Fischen geboren aus dem Gleichgewicht bringt, traurig macht, das abzuschließen und Platz für etwas Neues.
Und diese neue Möglichkeiten in die Liebepartnerschaft oder dieser Glück im Liebepartnerschaft, das begleitet gerade die Fischengeborenen. Es kommt etwas im Fluss. Die Fischengeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben und auf den Gesprächen achten. Was ist gerade angebracht? Und dann sollen die Fischengeborenen auf ihren inneren Stimme hören, sollen die Kontakte pflegen, auf anderen zuzugehen, oder ist besser eher warten und zurückhaltend sein. Da gibt's kein Rezept, das sagt die Intuition, und da können die Fischengeborenen hundertprozentig vertrauen. Bei Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist eine Reise wichtig und sie befinden sich in einer Wandlung. Es sind Veränderungen und Umbrüche da bei den Widdergeborenen. Aber vor dieser Neuanfang beginnt, sollen die Widdergeborenen zurückschauen in die Vergangenheit. Da ist noch etwas da, was dabei hindert. Das sollte man noch aufräumen oder etwas noch klar und deutlich erkennen. Und es ist wichtig, jetzt momentan dieser Rückblick, und erst dann kommt die Neuanfang, weil das bremst noch ein bisschen, da sind noch Hindernisse da, da muss noch etwas aufräumen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind zwei Themen wichtig, eine Reise oder die beruflichen Situationen. Kann auch bedeuten, dass das beide zusammenhängt, eine berufliche Reise. Also das sind die wichtigen Themen, das bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung, ihren beruflichen Situation, auch ihren Finanzen, und eine Reise hat gerade auch eine Bedeutung. In die Liebepartnerschaft ist aber auch angenehm. Eine gewisse Unruhe spürbar in die Liebe, aber das beruhigt sich ziemlich schnell und kommt wieder alles im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig der Erfolg, die Anerkennung. Sie möchten etwas erreichen oder möchten ihre Berufung leben. Und auch wenn heute Einschränkungen da sind, in die kommenden Tagen kommen die Möglichkeiten und auch diese Leichtigkeit. Die Zwillingsgeborenen sollen das spielerisch machen, vielleicht nicht heute beginnen, in diesem beruflichen Erfolg zu arbeiten, aber in den kommenden Tagen ist es viel besser. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Gleichgewicht. Das ist einmal die eigene Zuhause oder Familie, dieser Rückzug. Andere Seite ist aktiv zu sein, auf andere zuzugehen, in Freizeit etwas machen oder anschließend zu einer Gruppe, Gruppenaktivitäten, wie ein Verein oder ein Partei, und das im Gleichgewicht halten. Die Krebsgeborenen brauchen beides, auch die Rückzug, auch die Familie, auch die Stille, aber brauchen auch die Aktivität und das, was die Krebsgeborenen gerade ausgleichen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist sehr viel Kraft da gerade und sie haben auch gerade Glück, weil sie bekommen momentan Chancen, Möglichkeiten im Leben, in allen Lebensbereichen, und sie können ihre Ziele erreichen oder ihre Wünsche leben, und die haben diese inneren Kraft, und jetzt kommt eine langsame Bewegung. Also kein Wunder erwarten, dass das plötzlich unerwartet passiert und kommt die große Erfolg, aber sie machen schon kleine Schritte, was zu Erfolg führt, und kommt eine Vorwärtsbewegung. Wo heute eine gewisse Spannung ist oder Nervosität, das ist die Liebe, Partnerschaft im Allgemeinen, das spüren in erster Linie die Krebsgeborenen und die Widdergeborenen, aber das beruhigt sich wieder. Zum Schluss schauen wir an den Verlauf des Tages. Ganz früh morgen ist die Kraft da, etwas zu beenden, Entscheidungen treffen, Klarheit zu bekommen. Man beginnt den Tag mit Kraft. Und diese Kraft können wir einsetzen, auch beruflich einsetzen. Diese Kraft spüren
die Jungfrau-Geborenen, die Stier-Geborenen, die Steinbock-Geborenen, die Skorpion-Geborenen, die Krebs-Geborenen und das sollen die auch bewusst wahrnehmen, die Fischen-Geborenen, die haben das etwas speziell, sie sollen erstmal daran vertrauen. Dann haben wir die Mittagszeit. Mittagszeit lässt etwas nach, wir fühlen müde, erschöpft und kraftlos und einige Menschen neigen dazu, etwas aufgeben, besonders die Schützengeborenen neigen dazu, aber auch die Löwengeborenen und auch die Widdergeborenen. Also die sind die drei Tierkreiszeichen, wo etwas erschöpft, kraftlos fühlen und neigen dazu, ihre Ziele aufzugeben. Aber wichtig ist die innere Ruhe bewahren und im Kraft bleiben und nichts aufgeben. Ein bisschen kraftlos fühlen sich auch die Jungfrau-Geborenen. Dann früh Nachmittag kommt eine andere Art von Energie. Das ist Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Vergangenheit macht uns unsicher. Die Gegenwart gibt die Kraft und die Klarheit und die Orientierung und die Zukunft, da sind noch Unsicherheiten da oder wir neigen dazu, daran zum Zweifeln oder davon Angst zu haben. Dann gegen Abend, so etwa um 20 Uhr, natürlich so halbe Stunde plus minus, haben wir eine Glücksenergie in die Liebe. Das ist schön für die Liebe, Partnerschaft, für die Gefühle, besonders für die Jungfrau-Geborenen, die Stier-Geborenen, auch die Steinbock-Geborenen spüren das, aber spüren auch die Skorpion-Geborenen, die Krebs-Geborenen und die Fischen-Geborenen. Das ist der Zeitpunkt, wo etwas im Fluss kommt, im Liebe, Partnerschaft oder bei den Gefühlen. Dann etwas später, so 23 Uhr, kommt eine andere Energie, was uns etwas unsicher macht, Angst oder nervös macht. Also das sind die Uhrzeiten, wo wir berücksichtigen können im heutigen Tag. Also frühmorgen ist die Kraft da. Und dann Mittagszeit etwas kraftlos oder die Neigung etwas aufzugeben, dann Frühnachmittag auch Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wichtig ist die Augenblick, die Gegenwart hier und jetzt sein, drauf zu achten. Dann die Abendstunde ist eine schöne Energie in die Liebe, Partnerschaft und dann kurz vor Mitternacht sind eine Stimmung der Nervosität oder Unruhe. Und das war mein heutigen Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.